Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Johnny Walker. Ich stelle mal vor. Red Label, Black Label, Double Black, Gold Label. Ja. Warum denn jetzt die, denkt ihr? Ich hatte echt Spaß drauf. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich bewusst noch nie einen Johnny Walker getrunken habe. Ist traurig. Die meisten Erfahrungen oder eigentlich alle meine Erfahrungen beziehen sich auf den Red Label und das war dann immer mit Cola und ja, schon etwas länger her zu meiner Partygängerzeit. Ich habe die Woche mal an Queen Margot probiert, um einfach Richtung Blend zu gehen, geschmacklich, um so ein ganz klein bisschen meinen Gaumen vorzubereiten. Das nur zur Info, sonst trinke ich ja so gut wie keine Blends. Ja, ich habe hier 1 Liter Flaschen stehen, damit habe ich eine Teilung gemacht. Wenn ihr das Video seht, wird die durch sein. Habe ich von Online-Shop auf Helgoland. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Fand ich, war das beste Angebot. Man kriegt die, glaube ich, auch alle als 07er. Aber ja, so kann man da nichts zu sagen. Ich gehe mal kurz durch. So ein Red Label findet ihr sehr wahrscheinlich bei jedem Rewe, Edeka, was auch immer, wenn der ein Angebot ist. Unschlagbar günstig, braucht man nicht im Internet zu bestellen, weil es eine Massenware ist. Die 1-Liter Flasche hat 16,99 gekostet. Dann Black Label, einzigster, der hier ein Alter trägt, 12 Jahre. Ist ja schon was. Fallen mir sonst eben Chivas Regal 12 Jahre und so ein. Ob man die vergleichen kann, fragt mich nicht. Preislich auf jeden Fall 29,75 hat hier die Literflasche gekostet. Dann Double Black. Ja, die hat mich erstmal ratlos gemacht, was das denn sein kann. Kostet auf jeden Fall 5 Euro mehr, kostet 35 Euro. Ich gehe gleich nochmal auf die Abfüllung ein. Und dann haben wir eben unseren Gold Label. Die Verpackung ist auch doppelt so, ja, so breit nicht, aber so tief. Ein richtig massiver Karton. Wenn man aufmacht, blende ich euch jetzt mal das Foto ein. Ist sehr, sehr schön gemacht. Die Flaschen sind ja alle vom Design her oder von der Aufmachung her ähnlich. Fast gleich, wenn man sie nicht nebeneinander stehen hat. Also mussten sie im Karton ein bisschen tricksen. Bei den Single Malt Brennereien, wenn die Kartons breiter werden, dann sind meistens bauchige Flaschen drin. Ja. Gut. Wir bewegen uns hier unter 50 Euro. Das sind die Abfüllungen von Johnny Walker. Es gibt noch ein Green Label. Das ist aber eine 100%ige Malt-Abfüllung, also enthält kein Grain Whisky. Und davon mache ich nochmal ein extra Video. Aber sonst hier, so die üblichen Verdächtigen, findet man so in jedem größeren Supermarkt. Ich, den Double Black weiß ich jetzt nicht, ob das eine reine Travel Retail Geschichte ist. Ist ja auch nicht so wichtig. So, ich wollte es mir nicht nehmen lassen, die hier einzuschenken. Die Teilung ist, wie gesagt, noch nicht gelaufen davon. Ist auch so schöner, weil sonst eine leere Pulle Johnny Walker Red Label hier stehen zu haben, sieht auch doof aus. Wenn das jetzt mit dem Eingießen zu lange dauert, kann sein, dass ich vorspule. Also nicht wundern. Schraubverschluss. Das sollte reichen. Wenn man so einen Liter in der Hand hat, da geht schnell was rein. Auf meinem Spickzettel sind übrigens Infos von der Johnny Walker Seite. Ich weiß nicht, ob es beim Black Label war oder beim Red Label. Da stand wirklich ein Begleiter oder was Tolles für jede Gelegenheit. Jede Gelegenheit, das fand ich ein bisschen doof formuliert. Also auch negative Sachen sind ja Gelegenheiten oder Anlässe, ne? Ich will jetzt nicht zu makaber werden, aber irgendwie, was weiß ich, wenn der Wellensittich stirbt oder so, soll man dann auch ein Red Label trinken? Also, fand ich grenzwertig. So. 12 Jahre. Immer noch Schraubverschluss. Kartons tue ich jetzt mal weg. So. Ich will sie in etwa gleich haben, damit ich ein Foto euch zeigen kann. Ich habe es logischerweise ja noch nicht vorher fotografieren können, weil die Flaschen noch zu sind. Ja. Kann sein, dass ich das gleich nochmal beim Foto etwas anpasse. So.
alle 40 Volumenprozent, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und alle gefärbt. Ich weiß nicht, wie das sozusagen da auf Helgoland, früher waren das ja dann diese berühmten Kaffeefahrten außerhalb der Hoheitsgewässer, zollfrei einkaufen und sowas. Alles, ja, in meiner Kindheit kann ich mich an so eine Fahrt erinnern. Die war aber irgendwie woanders hin. Hier steht es auf dem Mais oder auf dem Pullen überhaupt nicht drauf mit dem, sag mal schnell, mit dem gefärbt. Und das hat mich so ein bisschen verwundert, weil eigentlich müssen sie es ja. Was ist denn da drin? Jetzt mal ernsthaft. Entschuldigung, ich weiß es nicht. Ich dachte jetzt als erstes, dass der Verschluss ist ja größer, dass das ein Korken ist. Was habe ich denn jetzt hier? Leute. Ist aber auch kein Ansatz wie beim klassischen Single Malt. Aha. Ich hab Angst. Okay, das ist ich weiß es nicht. Wenn nicht, mache ich auch noch mal ein Foto und blende das mal ein. Es ist eine Kugel drin. Warum dann auf einmal und bei den anderen nicht? Okay. Ich werde wohl spulen müssen. Ich habe es endlich geschafft, da was reinzukriegen. In etwa gleich viel. Ich hatte so ein Ding noch nie. Ich denke mal, das ist wirklich für so einen Barverschluss. In welcher Form auch immer. Wird für meine Flaschenteilung sehr interessant. Wie ich das Zeug daraus kriege. Okay. Auf jeden Fall eine schöne Sache für dieses verantwortungsbewusst Trinken. Also hier, ja, wie soll ich das sagen? Wenn du da erstmal einen im Kahn hast, schaffst du das gar nicht mehr so ruhig die Hand zu halten. Oder du musst daran nuckeln wie an einer Babypulle, ich weiß es nicht. So, ach ja, die Flaschen, wie ich gerade schon sagte, alle ein bisschen unterschiedlich. Hier die Standardpulle, beim 12er ist der Johnny Walker schon eingraviert. Die Pulle gefärbt, ist ja eben auch Double Black, ist ja klar. Und jetzt kommen wir zum Gold-Label. Bin ich mal gespannt, ob wir da jetzt mal einen Korken haben. Ja, wie gesagt, hier steht natürlich auch noch einiges drauf. Ich habe ja von der Internetseite den aktuellen Stand mir notiert. Die hier hat einen schönen, wertigen Boden. Also vielmehr beim Fotografieren. Ich habe ja auch schon Fotos gemacht. Gleich auf, werdet ihr auch gleich sehen. Nochmal eine andere Pulle. Also die machen da schon Aufwand. Und hier habe ich jetzt endlich mal einen. Bei der 50-Euro-Pulle, ja 48 Euro, aber ein Liter, ne? Wir reden über einen Liter, Leute. Da habe ich dann doch mal einen Korke. So. So muss ich das anhören. Schaue ich mir gleich an. Okay, ich mache jetzt mein Foto. Foto habe ich gemacht. Ich blende es euch mal ein. Die Gold-Label-Pulle ist die größte. Könnte man meinen, das wäre nur die 1-Liter-Flasche. Aber nein, die hat eben dickeren Boden, ist auch ein bisschen anders geschwungen. Sie muss ja wertiger rüberkommen mit der Verpackung. Mit der großen ja auch. Also ich stelle mir das auch wirklich gut vor, meine das gar nicht negativ. Die Malt-Whisky-Brennereien machen sie auch nicht anders. Je teurer die Abfüllung, desto wertiger wird es auch verpackt in der Regel. Und wenn jetzt jemand eben durch den Supermarkt geht und weiß, eben der Nachbar, Chef, wo auch immer, wo man eingeladen ist oder 50. Geburtstag, trinkt gerne mal einen Whisky. Ihr alle wisst, was man da geschenkt bekommt, wenn erstmal die Runde macht. Mensch, der so und so, der trinkt doch jetzt Whisky. Genau, da kriegt ihr alles mitgebracht von der Verwandtschaft, nur keinen gescheiten Single Malt. Aber okay, wie gesagt,
Dann sagt man, Mensch, wir müssen was Besonderes nehmen, kann man sich auch mit ein paar Leuten zusammentun. Was findet man dann? Den Gold Label macht natürlich erstmal einen beeindruckenden, oder ist natürlich erstmal sehr beeindruckend. Wie gesagt, 50 Euro, wie teuer jetzt die 07er Pulle jetzt im Einzelhandel hier im Supermarkt ist, weiß ich nicht. Da wird Edeka und Rewe dann doch ein bisschen mehr nehmen. Aber ich glaube nicht, dass die über 60 Euro kostet. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist ja schon mal wertig. Gut. Ich habe sie jetzt auch ein bisschen ziehen lassen. Ich nehme mir mal den Red Label. Noch nie so getrunken. Auszug aus der Internetseitenbeschreibung. Der Red Label. Ein vielseitiger und gefälliger Whisky mit starkem Charakter. Vielseitig heißt ja für mich komplex. Boah, das haben ja viele Einsteiger-Molls noch nicht mal für uns Whisky-Verrückte, wie das jetzt ein günstiger Einstiegsblend leisten soll. Aber ich werde mal schauen. So. Gar nicht mal so schlecht. Ich hatte letztens den Queen Margot. Oh Mann. Sie war so ein bisschen dumpf. Ja. Viel mehr würde ich dazu nicht sagen. Aber das hier? Es hat so diesen typischen, dieses typische Whisky-Aroma. Kennt ihr das, wenn jemand Whisky-Marmelade anschleppt oder Whisky-Eis hatte mir meine Frau letztens. Ich habe gesagt, komm, hol ein paar Bällchen. Ich war bei den Kleinen von uns. Und dann kam sie wieder und sagte, na, was ist das? Also da bin ich nicht drin. Oder besser gesagt, man hat eben diesen klassischen Whisky-Geruch gehabt. Es gibt ja auch, was gibt es denn noch? Ihr kennt das selber, so viele Lebensmittel mit so einem Whisky-Einfluss. Da kommt immer diese Standard-Whisky-Scotch-Note, sage ich es mal so, durch. Und der hat hier auch wirklich sehr, sehr viel Toffee, finde ich. Ja, weiche Aromen. Also nichts Herbes, Holziges, Ausgelaugtes. So ein bisschen so kam mir eben die Queen Margot vor. Vielleicht muss ich die beiden echt mal gegeneinander probieren. Ich habe ja jetzt erstmal hier. Ich meine, er ist jetzt... Ich finde, dass er eben so ein bisschen absackt gegenüber einem Single Malt. Man merkt doch den Grain Whisky Anteil, der hier bestimmt beim Red relativ hoch sein wird, aufgrund des Preises. Aber generell erstmal angenehm. Ich habe da von so ein paar anderen Whisky-Cracks, die aus dem Handel kommen, mal ein Video gesehen, die den aber hier nicht vertreiben. Und da haben sie fürchterlich drüber hergezogen. Und das fand ich damals schon, wo ich das Video gesehen habe, schon irgendwie blöd, muss ich jetzt so ehrlich sagen. Da dachte ich, Mensch, das würde ich doch als Händler nicht machen, über ein Produkt herziehen, was ich nicht habe. Ja? Ich meine, die ziehen auch nicht über ihre Produkte her, die sie haben. Aber muss ich mir dann extra eins nehmen, darauf eintreten? Ja, also das fand ich ein bisschen fragwürdig. Ich muss erstmal sagen, ich bin positiv von der Nase her überrascht für ein... Wie teuer ist der denn sonst, so eine 07er Flasche im Supermarkt? 12 Euro? Kriegt man dafür? Also er hat dieses Smooth, Vanille, Karamell, eine für mich nicht definierbare Fruchtnote, aber hell, also um Gottes Willen, nicht Sherry oder sowas. Also irgendwie zwischen Apfel, Birne, Pfirsich, sowas könnte man sich da einbilden. Und dahinter, ich bin jetzt kein großer Grain Whisky Trinker und Blend Trinker, aber irgendwie so eine Assoziation, die mich eben immer so an Grain erinnert. Jetzt geht's los. Ja.
mein Video kommt gerade jetzt hier am Anfang rüber, als wenn ich die Queen Margot hier dabei stehen hatte. Vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee, die vorab zu nehmen. Obwohl auf der anderen Seite schon. Es geht blendmäßig viel, viel schlimmer. Hier über, oder diese wirklich ausgelaugte Fass-Eichen-Bitterkeit habe ich hier nur so ansatzweise drin. Wenn jetzt, kann natürlich sein, wenn jetzt ein anderer Single Malt Trinker kommt, dass der sagt, boah, geht der überhaupt nicht. Aber der hat sehr wahrscheinlich nicht vorher, 2-3 Tage vorher eine Queen Margot verdrückt. Ne? Nicht mehr so stark am Gaumen wie in der Nase, aber relativ harmonisch, charaktervoll und was haben sie erzählt? Gefälliger Whisky. Ja, so es ist, er kommt sehr leicht rüber, ist dann wieder weg. Die 40, eigentlich darf ich über diese 40 Volumenprozent jetzt nicht permanent herziehen. Ich habe es mir ja selbst ausgesucht. Es ist eben nur ein 40 Volumenprozentiger Whisky und hat nicht mehr. Ne? Also, um Gottes Willen. Das ist immer noch ganz akzeptabel. Ich nehme nochmal einen zweiten Schluck. Am Ende hat man diese Anklänge von diesen bestimmt häufiger benutzten Fässern. Aber ich finde der sehr dezent im Gegensatz zu Discounter Blends. Ja. Will ich jetzt keine ganze Flasche von über einen längeren Zeitraum trinken, um Gottes Willen. Aber es kommt schon ziemlich nah an dem dran, was man Whisky nennt oder was für mich ein Whisky-Verständnis ist. Also es geht viel, viel schlimmer, finde ich. Ich hatte auch letztens wirklich von einem, ja, wie soll man das sagen, No-Name-Hersteller ein Vetted Malt. Da ziehe ich den hier vor. Also ganz im Ernst. Dieser Vetted Malt war aber auch nicht teuer. Naja, eigentlich irgendwie schon. 16 oder 14 Euro oder so. Also, wenn ich aus dem Erinnerungen vergleiche, würde ich jetzt eher ein Red Label nehmen. Wie gesagt, im Mund doch ein bisschen flacher, aber smooth für jemand, der eben nicht viel Whisky-Erfahrung hat. Der vielleicht mehr mit Eis, das probiere ich jetzt heute nicht aus. Bei Jack Daniels habe ich es ja gemacht, aber das lasse ich jetzt mal. Ja, also ich hätte mir den Start schlimmer hier vorgestellt, ganz im Ernst. Drei Jahre muss er wenigstens alt sein, da das ein Massenprodukt ist und nicht großartig draufsteht. 4 Jahre könnte man dann ja fast schon als Premium-Merkmal draufschreiben. Also ich behaupte, der wird 3 Jahre sein. Gut, Sie können natürlich verschieden alte Whiskys kombinieren, um Gottes Willen, das vergisst man oft bei solchen Geschichten. Ne? Können 20% eben, sag ich mal, 5 Jahre machen und 80% 3 Jahre, vielleicht gibt das dann ein bisschen ein volleres Aroma. Aber da ist müßig drüber zu diskutieren, weil man es eh niemals wissen wird. So, was schreibt denn die Firma Diageo Johnnie Walker zu ihrem Black Label 12 Jahre? Black Label 12 Jahre ist eine wahre Ikone. Ikone ist für mich schon Ausdruck. Ja, was ist eine Ikone? Ein Hardback Ugedal beim Single Malt. McKellen 18 Jahre. Puh. Irgendwie sowas schwebt mir dann davor. Black Bowmore kennt jeder, hat nur noch nie, oder hat so gut wie keiner aber probiert. Aber sowas ist in meinen Augen eine Ikone. Ja, aber ich werde es ja gleich erfahren. Ist eine wahre Ikone, die den Maßstab für alle anderen, jetzt kommt's, luxuriösen Blended Whiskys setzt. Okay.
Ich weiß jetzt nicht, wer alles dieses Video anklickt. Als Single Malt Trinker weiß man, dass 19,75 kostet diese 1 Liter Flasche. Jetzt wirklich preisgünstig ist, im Vergleich mit Single Malt. Und ohne hochnäsig sein zu wollen, glaube ich, jeder Single Malt Trinker diese Flasche nicht als luxuriös ansieht. Wenn ich jetzt natürlich aus der Sicht eines Supermarktkunden komme, wo eben beim Discounter die Flasche 8 € oder 7 € kostet und der Red Label beim Rewe, Edeka, weiß nicht, 14 €, 13 €, dann sind 30 € natürlich schon eine Welt. Und sehr wahrscheinlich wird er da eher 35 oder 38 kosten. Ne? Er hat Bestandteile aus allen 4 Ecken Schottlands. Gut, Diageo hat ja, wie gesagt, die meisten Brennereien in Schottland. Weiter wird nicht darauf eingegangen, ob es wirklich nur aus den Ecken ist oder auch was dazwischen ist, ob es einfach heißen soll, da ist jetzt alles drin. Ich kann es euch nicht sagen. Da war aber noch irgendwo was mit. Ne. Warte, mal in den nächsten. Okay. 12 Jahre. Jetzt ist ein Alter immer was Schönes für uns Whisky-Trinker, aber über die Jahre haben wir alle gelernt, dass 12 Jahre in schlechten Fässern es nicht besser machen. Das heißt, wenn ich wirklich schlechte Fässer habe, wo aus 3 Jahren schon ein schrecklicher Blend kommt, kommt nach 12 Jahren da kein besserer raus. Es wird dann, sag ich mal, wenn das Fass wirklich nur noch so ganz, so diese Gerbsäuren, ne, Säuren sind es ja noch nicht mal, aber irgendwie diese muffige Holznote da rauslässt, das verbrauchte Holz, so nenne ich es mal, das wird ja dann nur noch schlimmer. Das, was ich gerade sagen wollte. Beim Double Black habe ich es mir aufgeschrieben, habe ich eben gesehen, da ist von Rauch die Sprache. Und der ist hier drin, ja. Ganz leicht, um Gottes Willen. Mehr als im Highland Park. So am Ben Rommach, denke ich gerade. Vom Rauch, von der Intensität her, ne? Sonst kommt aber nicht viel durch. Außer auch hier wieder, hört sich langweilig an. Smooth, Vanille, Karamelltöne. Bisschen Zitrusnoten. Irgendwie was, ja, wie gesagt, was wirklich Weiches. Der wahrscheinlich der Grain. Seriös, Maßstäbe setzen, Ikone. Puh. Den finde ich gerade anstrengender als den Red. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich lecker ist. Es ist eine stärkere oder es tritt eine Würze auf, die ich beim Red nicht hatte. Eben Zeichen, dass der hier wirklich älter ist. Aber diese Würze ist nicht frisch. Also stammt. Beim Single Malt würde ich sagen, das ist kein erstbefülltes Fass, kein zweitbefülltes Fass und dritt weiß ich auch nicht. Bittere Note mit bei, finde ich jetzt intensiver und stärker. Also was ich gerade schon vorher in der Theorie sagte, ja, leichten Rauch, der nicht gerade großartig zu definieren ist. Frucht gar nicht. Typischer Butterscotch-Geschmack. Ja. Also die Ikone fällt gerade bei mir. Eben leichter Rauch. Ein bisschen für mich so eine leichte Nussigkeit. Leichte Kräuter. Bayern.
Aber ganz leicht. Aber sowas braut sich da irgendwo zusammen. Jetzt ein bisschen stärker als vorhin, wo ich noch Zitrusnoten hatte. Kommt das jetzt mehr im Vordergrund nach dem ersten Schluck. So. Das war jetzt gar nichts mehr. Dieses Dumpfe habe ich noch, aber ich bin jetzt auch nicht bei Queen Margot, um Gottes Willen. Würzigkeit war beim ersten Schluck da, jetzt so gut wie gar nicht mehr. Sehr wässrig im Mund. Sehr flach fand ich ihn. Er hat deutlich viel mehr Facetten und Geschmäcker als der Red. Aber für mich als Single Malt Trinker irgendwie alles nicht einzeln, nicht super, sagen wir es mal so. Und so macht es in der Summe aus ja, dreimal schlecht zusammen, bleibt immer noch schlecht. Ne? Ja, also der, ne, muss nicht sein für mich. Ob jetzt der Red, also klar, man könnte jetzt daraus schließen, Mensch, der Whisky Turntable findet den Red besser als den Black. Warum kauft man sich noch den Black? Würde ich so nicht sagen. Also wer Dauer Johnny Walker Trinker ist, ohne damit jetzt irgendwie ein Alkoholproblem ansprechen zu wollen, aber wer das eben dauerhaft über wirklich viele Jahre trinkt, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht irgendwann sich den Black holt, weil der Red einfach zu langweilig ist, weil der so smooth, so allglatt ist. Allglatt bezogen auf, ja, es ist eben nicht so viel da. Die Nase, wie gesagt, fand ich ganz gut, aber geschmacklich im Vergleich zum Single Malt irgendwie nur ein halber Schluck. Oder als wäre nur der halbe Mund ausgefüllt oder so. Double Black. So. Was schreibt die Seite? Gleicher Arom wie beim Black, aber intensiver. Gewürze Rauch. Man sollte ihn verdünnen, damit die Gewürze besser rauskommen. Also ne, in 40, also wenn ich in 40 Volumenprozent Whisky noch verdünnen soll, dann kann ich auch anfangen, Likör zu saufen. Entschuldigung. Trägt kein Alter, also wird er wieder im Durchschnitt auf jeden Fall jünger sein. Sehe ich jetzt gerade nach dieser ja, herberen Eichen ausgelutschte Fässernote dann eher positiv, weil die kann dann ja nicht so stark sein. Ja, selbes Schema. Ich greife nochmal rüber, wenn hier nicht mehr viel drin ist. Gut, da ist jetzt nicht mehr viel drin. Aber ja, es geht in die Richtung und es kommt mir auch wirklich verstärkt vor. Aber im Großen und Ganzen kommt dahinter, finde ich, gerade schon in der Nase auch so ein bisschen was Dumpfes durch. Keine Kräuter zurzeit, keine Gewürze. Man nicht mal großartig Karamell, ein bisschen Vanille könnte man hier noch irgendwo an dem Malt an ja, gutheißen. Er kostet jetzt 5 Euro mehr. Das sind ja Welten. Also ich merke das ja selber auch, wenn ich Flaschenteilungen mache. Man hat ja als, oder generell hat man ja erstmal Grundkosten. Die ganzen fixen Kosten, dann sage ich mal, jeder Malt muss in eine Flasche, muss durch die Abfüllanlage, muss transportiert werden, vermarktet werden. Das sind pro Flasche dann immer die gleichen Kosten. Und die haben erstmal einen Fixbetrag. Und ja, dann haue ich vielleicht noch für das Produkt oder das Produkt selber, das ganz günstige, der Red, der wird dann gar nicht viel mehr noch kosten. Dann verdoppelt sich das vielleicht. Aber dann habe ich für so ein
Black Label, der dann sofort nochmal 20 Euro, Entschuldigung, 20 Euro ist jetzt Quatsch, hier kostet er 17 zu 30, 13 Euro nochmal mehr. Also das ist, sind dann Welten, ne, die ich dann allein fürs Produkt ausgeben könnte. Ne, den Gewinn immer abgezogen, der hoffentlich gleich, der wird auch nicht gleich kalkuliert sein. Bei dem Schnelldreher, bei dem Red wird die Marge dann doch geringer sein. Aber trotzdem steht viel mehr Potenzial da, als man eigentlich zur Verfügung, als man eigentlich denkt, was man jetzt in guten Whisky investieren könnte. In meinen Augen. So, das war kompliziert. Hier hat sich nicht viel getan. Er ist wirklich nah an dem Black. Jetzt habe ich wieder eine stärkere Würze, die ich ja eben beim zweiten Schluck da gar nicht mehr hatte. Hat für mich nicht so diesen negativen Anklang von häufiger gebrauchten Fässern. Kann natürlich sein, weil er eben jünger ist. Kurz zusammengefasst, ja, wenn ich jetzt einen mir aussuchen muss, würde ich den Double Black nehmen. Warten wir nochmal einen zweiten Schluck ab. Was ich bei diesen Whiskys bis jetzt vermisst habe, ist so eine grundsüße Note, wie ich sie beim Single Malt habe. Fehlt mir hier komplett. Ja, okay. Man könnte es jetzt so zusammenfassen, dass ich immer noch mit dem Red bis jetzt am... Vielleicht auch, weil der am neutralsten war. Hört sich auch hart an. Ich komme eben von was ganz anderem her. Also das... Ich behaupte mal, 80%, 90% vom Red, sehr wahrscheinlich 100%, werden ja auch verdünnt getrunken. Oder gemischt mit... Bei denen auch, klar, die wollen sich ja keinen Markt verschließen. Da steht eigentlich bei jeder Abfüllung, auf jeden Fall bei diesen vielen, dass man sie pur genießen kann, mit Eis genießen kann und auch in Cocktails genießen kann. Und natürlich auch in Longdrinks. Klar, die sagen ja nicht bei einem ihrer Hauptprodukte, nee, den Red, also jetzt wirklich nicht mehr mit Cola, Leute. Ne? Das sagen die natürlich nicht. Und das muss man berücksichtigen. Ich denke, dass man so ein Double Black oder Black Label Cola könnte doch durch diesen leichten Rauch interessanter werden. Ja, mache ich jetzt noch einen Zweitkanal für Cola-Mix-Getränke auf? Ich überlege es mir mal. Okay, beim Gold werde ich keinen Rauch haben, wenn ich der Beschreibung folgen kann. Oder so gut wie keinen. Ich fasse mal zusammen. Der Black Label, nicht Black, der Gold Label ist mit luxuriösen, cremigen Honigcharakter. Eine Hommage an das harmonische Zusammenspiel der Speyside und Highland Whiskys. In dem sich noch ein Fünkchen Glut von der Westküste wiederfindet. Marketingmäßig 100 Punkte, also das würde ich in einer Million Jahren nicht so formulieren können. Ich finde diese Schlüsselwörter luxuriös, also die sollen schon was vermitteln. Ne? Bei der Pulle, wie gesagt, den hatten wir auch noch hier. Er hatte auch das Wort luxuriös, aber naja. So, Speyside und Highland. Bei vielen Standards, wenn man sie im Blind Tasting verteilen würde, würden die Leute sehr wahrscheinlich sagen, ja, ob das jetzt ein Highlander ist oder ein Speyside, nah zusammen. Irgendwo fließt das Ganze sowieso ineinander über. Ihr kennt das, jeder Speyside Whisky ist ein Highlander. Ne? Ja, gut. Wie heißt es so schön? Die Highlander wären ein bisschen... hätten so eine, mehr so eine Kräuternote
also so bei mir irgendwie drin. Ihr könnt mich gerne verbessern. Und die Space Cider sind eben super fruchtig. Weich und rund. Gut. Eben habe ich Süße vermissen lassen. Jetzt soll ich hier eine Honigsüße hier drin haben. Der Rauch von eben, glaube ich nicht, dass der mich jetzt wirklich beeinträchtigt. Oder vielleicht doch. Ich meine, einen leichten Rauch wahrzunehmen. Aber jetzt bin ich wirklich mehr hier so bei Highland Park mäßig. Ich erkenne auf jeden Fall die Verwandtschaft und ich habe auch die Süße in der Nase. Es ist ein Johnny Walker, genau wie die ersten. Oder ein Malt, der Grain Whisky Anteil hat. Ich weiß es nicht, ob man es so formulieren muss. Ja, Westküste. Ich heb mal vorsichtig den Daumen. Ich guck mal, was ich rausfinden kann, welche Brennereien an der Westküste denn Diageo gehören. Ich weiß das jetzt nicht, Leute. Die Inseln können es ja nicht sein, sonst hätte man ja geschrieben eben Inselwhisky. Westküste, so ganz allgemein, aber ist mir eigentlich schon zu tief, ist oben. Ja? Gut, die hätten eine leichte Rauchigkeit. Puh, wen haben die denn dann? Ich weiß es nicht. Ich mal gucken, vielleicht, wenn ich nichts einblende, dann habe ich nicht richtig recherchiert. Also hier kommt, vielleicht, hier wird sehr wahrscheinlich auch der Single-Malt-Anteil höher sein. Hier kommt wirklich allmählich so eine Grundsüße durch, wie ich sie eigentlich von fast von jedem Space-Cider kenne. Auch wenn er einen süßen Touch hat, meine ich, klassische Zitrusnoten zu spüren. Die durch die Süße ein bisschen tropisch sogar werden. Den durfte man sogar, laut Beschreibung wurde erklärt, also man sollte ein Whiskyglas nehmen, abgebildet war ein Tumbler. Kein Eis, dazu ein Glas mit kaltem Wasser. Oder Eiswasser. Man soll mit dem Wasser anfangen, und dann mit dem Whisky und dann Schluck für Schluck abwechseln. In dem Glas kam auch 4,5 cl rein. ins Whiskyglas. Ja, da kann man ein paar Schlucke abwechseln trinken, das stimmt schon. Und dann würde man die Aromen wirklich gut wahrnehmen. Wofür jetzt das kalte Wasser ist, kann ich euch nicht sagen, Leute. Aber generell wirklich der schönste aus dieser Vierer-Serie. Ich greife mal wieder rüber. Den Red mal zu nehmen. Ja. Oh. Es ist ja kaum noch was drin. Er stand jetzt da lange offen rum. Aber diese Süße hat er nicht und diese schöne Fruchtigkeit, wo ich die Space halt drin wieder erkenne, hat er nicht. Er hat wie beim Double Black, da habe ich es mal nicht erwähnt, oder was davor beim Black, so Kräuternoten Richtung Heidekraut. Klar, kann ich jetzt schon sagen, Highlander soll ja eine Kombination zwischen Speyside und Highland Malt sein, aber jo, so kommt es mir hier in die Nase. Das war jetzt ganz angenehm. Das war jetzt kein Space Cider. Das ist eben Blend. Das ist so. Rund von vorne bis hinten. Die Honigsüße habe ich. Relativ viel Vanille. Dieser Butterscotch. Note kommt da jetzt auch besser durch als bei den beiden Blacks. Also wenn man den dann mal geschenkt kriegt, wenn die Nachbarn sich dann doch zusammengetan haben und schenken euch den Gold, weil ihr ja der Whisky-Trinker, also das Trinker seid, dann könnt ihr den ruhig mal aufmachen.
Also das sehe ich wirklich als besseren Blend an. Er ist rund, er ist schön abgestimmt, beinhaltet einzelne Charakter, die man keinem Single Malt zuordnen kann. Ja, ist ja logisch, ne? Aber es ist einfach schön, das mal so live zu erleben. Ist für mich jetzt kein Burner oder so, wo ich jetzt sage, Mensch, lasst den Single Malt stehen, holt euch den Gold. Aber generell ein ganz schönes Ergebnis. Also wie gesagt, kriege ich so nicht beim Single Malt eben, durch die Kombination, die ich hier habe. Diese Rauchnote, die ich am Anfang glaubte wahrzunehmen, ist jetzt mittlerweile verflogen. Vielleicht war es auch noch Einbildung von den Blacks. Also das will ich jetzt nicht unterschreiben. Aber wie gesagt, falls da ein bisschen oben oder so drin ist, die haben ja einen ganz leichten Rauch und wenn der dann noch weiter verdünnt wird, um Gottes Willen, bleibt auch nicht mehr viel übrig. Ja, leicht fruchtig, zitrusmäßig, Honig, also wirklich rund. Wenn jetzt jemand sagt, ich trinke ab und zu gerne mal an Johnnie Walker Gold, das ist für mich der Whisky als Nicht-Whisky-Trinker. Braucht er nichts kritisieren, dann ist der schon sehr, sehr weit vom Level her. Auf jeden Fall. Eine ganz leichte Würze dabei. Da passiert nicht viel. Hat aber, denke ich mal, wirklich die besseren Fässer gesehen. Wo ich eben noch sagte, ist das jetzt die Grain-Note oder sind das die älteren Fässer? Es, ja, kann ja beides sein. Hier kann ja der Single-Malt-Anteil höher sein. Erstmal mehr Single-Malt, behaupte ich, und etwas frischere Fässer hat er abgekriegt. Und somit fasse ich jetzt schon mal hier dreist zusammen. Ab dem Gold fängt es an. Da kriegt man Whisky, wo ein Whisky-Trinker was mit anfangen kann. Der Red Label war mir Überraschung, wie gesagt. Ich hatte mir katastrophaler, schlimmer vorgestellt. Also nicht, dass ich jetzt hier gleich irgendwie keinen zweiten Schluck nehmen könnte, so nicht. Aber wie gesagt, Queen Margot probiert, das war schon wirklich mutig. Ich hatte ja gesagt, Green Label probiere ich separat. Die sind gar nicht so teuer. Ich meine auch um die 30, zwischen 30 und 40 Euro. Es gibt da zwei verschiedene Abfüllungen. Die eine aus dem regulären Handel, die in meinen Augen jetzt erstmal, ich habe sie noch nicht probiert, die bessere ist. Hat 15 Jahre immerhin auf dem Etikett stehen. Kostet, wie gesagt, meine ich irgendwas zwischen 30 und 45 Euro. Oder 3, oder 40 Euro. 43 Volumenprozent abgefüllt. Auch schon mal ein Pluspunkt. Und 100% Single Malt. Und ja, deshalb, ich will jetzt keine Werbung für mein zweites Johnnie Walker Video machen, aber darauf bin ich jetzt mehr gespannt. Ich wollte das auf jeden Fall vorziehen, damit ich den Grundcharakter von Johnnie Walker kennenlerne und gleich mal schaue, ob ich das, ich will das Video gleich drehen oder etwas später, etwas noch, weiß ich nicht, 2, 3 Stunden, dass ich das noch frisch in Erinnerung habe. Ja. Red Label, gar nicht so schlimm. Black Label und Double Black, für mich persönlich zwar facettenreicher, aber irgendwie die einzelnen Bestandteile davon gefallen mir nicht. Rauche ich, ja. Dann zum Gold, vielleicht leicht rauche ich. Durch die Reihenfolge hier kann ich es euch nicht mehr richtig sagen. Schöne Fruchtkombination, wie gesagt, mit ein bisschen Kräuter und Eiche. Kommt kaum Grain durch und ältere Fässer und bietet eine Kombination, die ich so beim Single Malt noch nicht kennengelernt habe. Ja, Schlusspunkt, aus und vorbei. Okay, macht's gut, in dem Sinne, ciao. Ich habe von Michael und von Jürgen noch Notes bekommen. Die möchte ich euch noch hier eben nachreichen. Ich fange mit dem Michael an. Red Label. Nase
Alkoholisch, muffig. Alkohol sticht in der Nase. Geschmack, wenig komplex. Getreide, Cerealien. Dezenter Rauch. Fazit, nicht so schlecht wie befürchtet. Black Label. Nase, alkoholisch. Wenig, in Klammern dahinter. Fruchtig, Apfel. Geschmack, mild, leicht und spektakulär. Kurzer Abgang. Fazit, was bleibt, ist der alkoholische Geschmack und leichter Rauch. Vorher gar nicht wirklich wahrgenommen. Ich denke mal den Rauch. Double Black. Nase, süß, Vanille, leichter Rauch. Geschmack, würzig. Rauch, etwas grainig. Fazit, nachhaltiger als der Black. Gold. Nase, mild, süß, Getreide. Geschmack, leichter Rauch. Würze, Holz. Fazit, braucht unbedingt mehr Alkohol. Sehr lecker. Gefällt mir sehr gut. Mit etwas mehr Alkohol mein Favorit. Jetzt noch die Notes von Jürgen. Red Label. Farbe, helles Gold. Mit der Farbe sicherlich nicht gefärbt. Kannst ja nochmal auf der Flasche prüfen. Ja, sagte ich ja gerade schon im Video, draufstehen tut nichts. Aber da ich nicht glaube, dass der wirklich älter als 3 Jahre ist, und wenn ich mir so manchen jungen Malt angucke, finde ich ihn dann doch relativ dunkel. Aber nun gut, auf der Flasche steht, wie gesagt, nichts drauf. Auf der von Helgoland. Ich muss mal im Supermarkt schauen. Im Glas erstaunlich ölig. Große, feste Tropfen. Nase, gasig, Vanille, Rosinen, leichter Pfeffer. Abgang, kurz, warm, leichtes Holz, Pfeffer ist stärker. Meine ganz leicht Salz zu spüren. Black Label. Farbe, helles Gold, wie oben. Im Glas, etwas weniger ölig. Eher Schnellläufer. Nase, mehr Gewürze. Vanille, Rosinen, ganz leichter Rauch. Abgang, voller im Mund. Schwarzer Pfeffer, Alkohol. Auch sehr kurz. Gewürze bleiben etwas länger. Double Black. Farbe, ganz leicht dunkler als die ersten beiden. Im Glas, leicht ölig. Mehr ein Schnellläufer. Nase, deutlicher Rauch. Vanille, Rosinen, Zitrusnoten, leichte Holznoten, leichte Süße. Abgang, weicher im Mund als der Black, deutlicher Rauch. Auch wieder Gewürze, leichtes Salz, leichte Holznoten, insgesamt kurz, der Rauch hält sich etwas länger. Gold Label, Farbe, ganz leicht dunkler als der Red. Im Glas, leicht ölig. Mehr ein Schnellläufer. Nase, sehr süß. Mehr Orangennoten, Honig. Ganz leichter Rauch, leichte Vanille. Abgang. Weich, rund, wenig Alkohol. Leichter Rauch, Honigsüße. Ganz am Ende, leicht bitter.